Hallo und herzlich willkommen, liebe Hatz und Freunde. Weil ich's kann. Und weil ich Bock drauf hab. Der Paladin macht mir echt Spaß. Auch wenn er in der letzten Episode jetzt nicht so erfolgreich war. Dagegen. Ich werde Ja, Kinas, ich komme aus dem Studio. Aus dem Fitnessstudio. War cool. Und ich muss ehrlich sagen, abends ins Studio zu gehen, zu so später Stunde, macht Spaß, weil da nicht ganz so viel los ist. Ah, Silence Priest. Fröhliches Nobelgartenfest, Champion. Für die Gerechtigkeit. Fröhliches Nobelgartenfest. Silence Priest. In the building. Ist jemand verletzt? Jetzt einen schönen Shake rein. Ah, schade, dass ich den schon habe. Aber ein gebuffter Silliex sage ich auch nicht nein. Ich sehe es ganz klar. Euch droht Gefahr. Oh nein. Oh nein. Er entdeckt eine Karte von meiner Hand. Nimm die, Kollege. Er nimmt bestimmt den. Silly X54. Oh. Ach komm Für schon. die Gerechtigkeit. Gut gespielt. Ja, er hat mich gereckt. Was soll ich sagen? Ich meine, das Game ist noch nicht vorbei, aber sieht Endlich mega Feierabend schlecht im aus. verdammten Tor. Hat er den von mir genommen? Ja. Gut gespielt. Einhalt. Präzision. Das war's. Hielt um 5. Aber jetzt ist die Frage: Was castet er jetzt doppelt? Und werde ich den dann überhaupt noch los? Endlich frei von diesem verdammten Tor. Wow. Really? Holy Nova. Ne, kann ja nicht. Holy Nova wäre aber gut jetzt für ihn. Der down, der geheilt, Karte Ich gezogen schwöre ihre und nochmal Stirn ausgelöst. Doppelte Holy immer. Nova. Oh, ja, und er hat mich wieder vollgehalten, ne? Ah, er hat zwei Karten gezogen. Alles klar. Alles klar, ich verstehe. Und noch eine Karte gezogen. Gut gespielt. Ah, schwierig, schwierig. Wenn ich das spiele. Könnte ich den wegholen? Ich frage mich, ob Ja, okay, machen wir es halt so. für die Gerechtigkeit.
Nicht so nice, aber. Passt schon. Ja, ich glaube, Comeback ist real, guys. Next Turn kann ich den mit dem machen. Oder ich warte noch einen Turn, bis ich bei 9 Mana das mit dem machen kann. Bitte nicht anfassen. Wenn ich den mit dem mache, wäre der weg und der wäre halb down. Ah, lohnt sich nicht so, ne? Wenn ich den mache, könnte ich den wegholen, nochmal angreifen. Lohnt sich auch nicht so. Ich glaube, ich spiele den. Put your face in the light. Ist jemand verletzt? Beim heiligen Licht! Beim heiligen! Stellt mich nicht auf die Probe, Kinder. Seht! Ich zeige euch die Welt. Beim heiligen Licht! Ja, hey, Junge. Beim heiligen Licht! Gut gespielt. So. Ich werde husten und wir werden nie gewinnen. Ich werde husten und husten. Und ich werde husten. Und dann werde ich husten. Und dann werde ich gewinnen. Und dann werde ich nochmal husten. Ja, wir haben exakt 0 Uhr. Boom. Aber Schamane, Hexenmeister. Warum verschwimmt das eigentlich oft so? Guys. Boah, das Spiel möchte, dass ich Schamane spiele. Ich hab gar keine Lust drauf. Ach, ist noch schlimmer. Kartenchaos-Partien. Nein! Kein Kartenchaos, bitte! Uta gegen Garrosh. Sieg oder Tod. Ich werde ehrenhaft kämpfen.
Das war's. Initialisiere Säuberung. Ah, jetzt habe ich den gezogen. Das ist natürlich bitter, das will ich nicht. Den hätte ich doch hier mitgezogen. Na egal. Bombe gefällig! Sorry. Ich fahre in Urlaub. Da müssen noch bestimmte Dinge geklärt werden. Beziehungsweise Urlaub ist es nicht wirklich. Ohne zu viel zu spoilern. Ohne zu viel zu spoilern, guys. I'm not amused. Das einfach mal so. Bomb Warrior! Oh, Isera für 1! Geilo! Ja, das gibt jetzt keinen Zwillingszauber der Geheimnisse mehr. Aber ist nicht schlimm, glaube ich. Initialisiere Säuberung. So, was machen wir da für Sachen? Erstmal so. Endlich frei von diesem verdammten Turm. Für die Gerechtigkeit. Sehr nice. Sehr nice. Schade. Die falschen Geheimnisse. Jetzt sind die falschen Geheimnisse gekommen. Was soll man machen? Ah, ich wollte die Healings noch mitnehmen. Ich träume. Alle Geheimnisse der Welt. Alle Geheimnisse, die ihr euch vorstellen könnt. Beim heiligen Licht. Beim heiligen.
Das kann ich nicht tun. Ich werde euch ewige Ruhe bringen. Verleiht einem Lebensentzug, kostet jetzt 7, aber ich sag mal, ich brauche Life. Ich dreh durch! Runter! Schade. Bombe gefällig. Boah, jetzt darf ich nur nicht 2 Bomben ziehen. Dann weine ich. Okay. Ich muss auf jeden Fall dafür sorgen, dass ich mich wieder hochheile, ne? Ja, wenn ich dem Lebensentzug gebe. Oder ich spiele das. Ja. Oder ich spiele einfach nur die Waffe. Ja, aber dann heal ich mich nur für 2. Also das hier macht schon eher Sinn. Auch wenn es nicht optimal ist. Es ist nicht optimal, guys. Es ist nicht optimal. Aber ich sag mal, es läuft. Noch eine Bombe. Oh, weia. Ah. Der jetzt den Lebensentzug wieder? Ich glaube nicht. Und die Welt erzittert. Das Beste kommt zum Schluss. Beim Heiligen nicht. Beim Heiligen? Ach Mann, der reckt mich doch schon wieder. Darf doch echt nicht wahr sein. Ja, und ich zieh 2 Bomben jetzt, oder was? Tatsache! Im heiligen Licht! Ja gut, was soll man da sagen? Also, da hatte ich ja wirklich richtig krass Pech zum Schluss. Die ganze Zeit ging's, aber... Gegen Rexar. Lass die Jagd beginnen. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Na, obwohl gegen Jäger hätte ich das eventuell auch behalten können. Aber so ist okay. Ich habe 4 Karten, ein Coin. Das heißt, bei 2 kann ich das schon spielen. Hoffentlich kriege ich den Magier dann. Bei 3 kann ich das nochmal spielen. Dann habe ich einen gebufften Silliex. Also es ist schon in Ordnung. Ist schon in Ordnung. Oh, was das hier denn macht? Runter! Runter! Endlich frei! Hoffentlich hat er nicht die Spinnenbombe. Aber er hat das schon für so einen Müll gewastet hier. Also, ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht 2 davon hat. Wäre doof, aber durchaus vorstellbar. Random Geheimnis, Waffe, Bums.
Ja, soll ich den gleich einfach mal YOLO rausspielen? Ich denke schon, oder? Ich spiele den nächsten Turn einfach. Vielleicht habe ich ja Glück und er kann nichts dagegen tun. Boah, ich bin schon auf 15 runter, ne? Eigentlich wäre ein Healing-Zauber nicht schlecht. Ah, die Spinnenbombe, es war so klar, Junge. Oh boy. Ja, weißt du, zu viel gepokert und das war's. Direkt GG. Instant GG. Ja, genau. Der Sieg gehört euch. Alter, in meinem ganzen Leben noch nie so viel Pech gehabt. Er ist natürlich übertrieben, aber. Das war ja eine Katastrophe. Genau die perfekten Karten hat er gehabt. Und da mache ich noch hier, ne? Jaina. Ihr habt es so gewollt. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Und nix habe ich davon. Unglaublich, ey. Dann kriegt er den 2-2er giftig und meine Isera rennt in den giftigen rein. Oh, echt eine Katastrophe, ne? Fröhliches Nobelgartenfest. Shiny Pikachu. Für die Gerechtigkeit. Ich sehe eine Vision in den Flammen. Oh, Drachenmage. Das sieht man selten. Für die Gerechtigkeit. Ja, vielleicht nicht unbedingt Drachenmage, aber ihr wisst, was ich meine. Ein Mage mit Drachen. Endlich frei, wie die verdammten Toten. Sehr nice. Das Ende naht. Das Ende naht. Ja, das will ich nicht. Das Ende naht. Ja, ich ahne schon wieder, was passiert. Katka into. Ja. Macht aus dem Nichts. Jo, genau das wird passieren, Guys. Endlich frei von diesem verdammten Turm! Endlich frei von diesem verdammten Turm! Ah, das ist halt so eine coole Kombo, weil man spielt einfach vier Geheimnisse. Im Prinzip mit einer Karte vier Geheimnisse. Boah, der haut so raus, ne? Unglaublich. Ihr braucht meine Hilfe. Beim heiligen Licht. Einhalt für die Gerechtigkeit.
Nope. Ah, ich habe so ein bisschen Angst vor 10 Mana. Was soll ich nur tun? Doppelte Stunden! Ich träume für die Welt. Für die Gerechtigkeit. Das Schicksal der Welt steht auf dem Spiel. Lasst mich nachdenken. Was machen Sachen? Also ich kann hier das auf das Schaf machen. 6, bumm. Plus 5 ist zu wenig. Kann ich die Waffe nicht mehr anziehen. Auch nicht gereicht. Ah, ich weiß es nicht. Ah!
Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank, Junge. Lasst uns sehen, was ihr könnt. Für die Gerechtigkeit. Mich beeilen. Zu langsam. Alter, wie er auch Gas gibt, ne? Ich werde husten und husten. Ihr werdet nie gewinnen. Schon gut gemacht. Ja, das ist schon gut gemacht. War klar, dass das so kommt. Fantastisch. Ja. Ach, schon wieder die Pikachu, ne? Den hatten wir doch eben schon mal, oder? Irre ich mich da? Skinny Pikachu. Ucha gegen Medivh. Mögen die Spiele gewinnen. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Tja, Guys. Was soll ich sagen? Aber es läuft nicht mehr. Es läuft nicht mehr mit dem Deck. Und ich kann gar nicht wirklich sagen, woran das liegt. Fröhliches Nobelgartenfest. Wow. Unglaublich. Beim heiligen Licht. Für die Gerechtigkeit. Ich glaube, der baut die Karte erstmal wieder aus. Buch der Geister. Boah, Schirwalla. Schirwalla für null. Letztes Mittel für 25. Wird das jetzt eigentlich auch günstiger, ne? Lasst uns sehen, was ihr könnt. Zu langsam.
Und noch ein Zauber, komm. Nicht? Och. Endlich zu langsam. Seht. Vielleicht hat er einen Blizzard. Ja, very nice, würde ich sagen. Very, very nice. Komm, eine doppelte Weihe for free. Warum nicht? Und noch eine. Ja, besser wäre natürlich ein anderer Zauber gewesen, aber so habe ich wenigstens ein bisschen von ihm profitiert. Raffi. Jetzt kommt ein Flamestrike oder ein Blizzard oder irgendwas. Ja, oder sowas. Ich sehe eine Vision in den Flammen. Vision in den Flammen. Melde mich zum Dienst. Gut gespielt. Oh no. Alter, der ist auf 7. Darf ja wohl nicht wahr sein. Hab Vertrauen in das Leben. Oh oh. Come on, everybody. Wow. Wow. Gut gespielt. Wow. Wow. YOLO! Meine Berechnungen sind unfehl! Ach, das darf doch alles nicht wahr sein. Licht. Der Sieg gehört euch. Hey, es läuft nicht mehr. Nichts kann mich aufhalten. Nichts. Schade, aber ich bin froh, dass ich den Paladin noch ein bisschen ausgekostet habe, bevor er
vorher nicht mehr geht oder nicht mehr so gut geht. Sieg oder Tod. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Es wird mal wieder Zeit für einen wilden Modus. Mich stört das schon, dass die alle irgendwie alle dasselbe spielen. Entweder du hast einen Bomb Warrior, einen Agro-Druiden oder den Khadgar-Mage. Das ist alles, was man sieht. Fröhliches Nobelgar im heiligen Licht. Initialisiere Säuberung. Melde mich zum Dienst. Melde mich. Ach, Guys. Jiggy Playboy. Ich mach gleich lieber nochmal eine wilde Episode nach der Runde. Ja, das nervt mich gerade hier, ehrlich gesagt. Für die Gerechtigkeit, melde mich zum Dienst. Spottbot. Endlich frei von diesem verdammten Turm. Danke. Das habt ihr nicht vorhergesehen. In den Kampf. Seht. Was wird das, Seo? Ihr werdet nie gewinnen. Danke. Jetzt kommt Schlägerei. Hoffentlich nicht. Hoffentlich keine. Ah, okay. Das ist fast genauso mies. Das ist fast genauso mies. Beeindruckend. Gut gespielt. Für die Gerechtigkeit. Ja, gegen den Krieger werde ich wieder keine Chance haben. Der geht ins Ultra-Late-Game und macht dann hier Dr. Balance Hero und ich kriege hier nicht mehr kaputt. Mit einer 500.000 Rüstung. Wobei ich natürlich auch dafür sorgen kann. Für die Gerechtigkeit in den Kampf. Ja, mal sehen. Thank you.
Für die Gerechtigkeit. Ich träume, für die Welt erzittert. Boah, das in Kombination mit dem wäre natürlich auch nicht schlecht. Fällt mir gerade auf. Ich werde husten und husten. Nein. Ja, immerhin. Immerhin. Für die Gerechtigkeit. Wo holt er sich denn die ganze Rüstung her? Das ist doch nicht mehr normal. Wahnsinn. War der nicht gerade noch bei Einrüstung? Jetzt hat er plötzlich wieder 15 gehabt. Hero Power, was noch? Wahnsinn. Echt Wahnsinn. Hat er schon wieder Rüstung? Das stimmt doch was nicht. Für die Gerechtigkeit. Mal im Ernst, das stimmt doch was nicht. Er hat doch gerade erst 7 Rüstungen sich gebufft. Unglaublich.
Perfektion. Das tut richtig. Für die Gerechtigkeit. Aber im Blick auf die Uhr. Ah, vielleicht mache ich doch kein Episödchen mehr. Ich glaube, ich gehe lieber ins Bett. Bin ich morgen nicht ganz so K.O. Gut gespielt. Der macht mich fertig, der Typ. Gegner ist nicht mehr da. Dann mache ich noch ein kurzes. Kann mich nicht entscheiden. Naja, mal gucken. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.